Herzlich willkommen in der CDU-Fraktion. Gestern war der Wirtschaftsgipfel. Der Wirtschaftsgipfel deswegen, weil Corona-bedingt natürlich die Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft gezogen werden muss. Wir im Land bemühen uns nach Kräften, immer dort den Bund zu begleiten, wo der Bund nicht treffgenau die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bedienen kann. Da geben wir uns sehr viel Mühe und haben einzelne Maßnahmen auf den Weg gebracht, die dir insbesondere im Einzelhandel über die Runden helfen wollen. Wir wollen niemanden verlieren. Und deswegen haben wir hier unten eingeblendet den Link von dem Wirtschaftsministerium, wo Sie die Details zu den Hilfen sehen können und wo wir Sie auch weiter informieren, wann und wie Sie Anträge dazu stellen können. Ich hoffe, wir kommen alle gesund und auch ohne weiteren Schaden durch diese Corona-Pandemie. Uns ist wichtig, dass wir eine Perspektive aufmachen. Das ist auch vereinbart worden, dass wir eine Öffnungsperspektive darlegen, gerade für die Wirtschaft, und damit man weiß, bei welcher Inzidenz wann was geöffnet wird. Das ist unser Bestreben, so schnell wie möglich zu öffnen, allerdings in Abhängigkeit der Inzidenz. Bleiben Sie gesund.